Schau, dann zeigt mal das Feuerwerk hier. Genau. Wo gab es diese Feuerwerkwumsen? Die kannst du bauen. Aber erst seit dem Patch, oder? Ja. Los, noch ein paar mehr. Schießt sie ruf. Juhu! Müssen wir machen, wenn es dunkel ist. Wir haben ja am Schiff noch welche. Also, hab ich's verraten. Komm, wollen wir mal losfliegen oder fehlt noch was? Diese Runde steuert Gupi, ne? Ja. Gupi ist unser... Nein, wir werden nicht sterben. Wird alles gut. Gupi ist ja ein Pilot vor dem Herrn. Aua, ich hab mich schon verletzt. Ja, aber da ist Gupi jetzt nicht dran schuld. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ich muss sagen, was er hier unten gemacht hat, sieht absolut cool aus hier. Unsere Lounge, oder wie sie heißt. Ja, da haben wir einfach mal drauf losgebastelt, ne? Ja. Was man so alles Schönes findet in der... Sieht auf jeden Fall cool aus. Da kommt man an Bord hier. Da kann man sich schön abgammeln, wenn nichts zu tun ist. Wo ist denn da der Eingang? Da, wo er letztes Mal auch war. Und da ist mittlerweile auch so ein Tritt, dass man nicht immer auf die Schnauze fliegt, wenn man da nicht reinkommt. Dass man nicht immer auf die Schnauze fliegt, wenn man... Achso, da, ganz übersehen. Kommen Sie rein. Ja, Guppi, eben noch den Timer-Block aktivieren, ne? Ja, ich hab das mir alles auf Tasten gelegt. Was denn für ein Timer-Block? Damit die Türen automatisch geschlossen werden. Sag mal, Sinus. Genau. Oh. Ist das ein Leuchtskin? Der strahlt so. Das ist der Halloween-Skin. Achso. Aus dem neuen Paket. Ich muss mich auch mal umziehen. Ich laufe, glaube ich, immer noch im Standard rum. So, das läuft schon mal derzeit. Gibt's, also du sitzt logischerweise ganz vorne und die anderen Plätze ist egal, wo man da sitzt? Ja. Okay, dann fläze ich mich einfach mal. Ich weiß nicht, ob ich mich vorne hinfläzen will. Werde ich bestimmt erschossen. Nein. So. Dann könnt ihr euch irgendeine Waffe aussuchen, wie gesagt, die sind ja oben drauf. Ich hab die noch ein bisschen umgebaut. Wie sucht man die sich aus? Über G. Ja, und dann Waffenblöcke vermutlich? Na, Waffenblöcke nicht direkt. Ich würde alle Blöcke nehmen und mir dann die Artilleriegeschützausleger hinten, Ausleger vorn. Artillerie hinten, Ausleger vorn. Ich nehme den vorn, so. Was muss ich denn da auswählen bei dem Block? Anschalten, ausschalten? Steuern. Steuern. Okay. Genau. Ich habe Ausleger vorn ausgewählt. Ach so. Ja, es gibt ja... Jetzt bin ich allerdings vorn, oder? Ausleger vorn bin jetzt ich, oder? Sehe ich das falsch? Hast du Ausleger vorn genommen oder hast du nur Artilleriegeschütz vorn genommen? Das ist eine gute Frage. Also ich steuere jetzt den auf dem Ausleger. Okay, dann nehme ich den anderen vorderen. Also, der vorne auf dem Hangar drauf sitzt. Ja, ich hab den Hangar, der Cockpit ist. Okay. Ja. Macht halt mal einen Testshot, ob das funktioniert alles. Okay, ich ziele dann auf die Solarschüssel. Nein, mach ich nicht. Achtung, Testschuss. Muss ich dann anklicken, wenn ich auf G gehe und dann... Ja. Also, ich hab was getroffen. Was sagtest du, Rapid? Was muss ich denn anklicken? Auf G und dann Waffenblock G auswählen? Und du hast du nicht eben G gesagt? Ja, G. Genau. G wie Gustav. Ja, wie kommt man denn aus dann dem... Dann Artilleriegeschütz an Auflage auf Leger hinten. Genau. Und was muss ich da auswählen? Steuerung. Auf Steuerung. Schon wieder falscher Knopf. Ja, steuern oder irgendwie sowas. Steuern, genau. Also ich muss sagen, das Cockpit habt ihr echt schön gemacht. Ich frage mich allerdings, ist das stabiler als vorher, weil... Nein. Ich wollte gerade sagen, es ist nur anders, es ist nicht stabiler, ne? Es sind keine gepanzerten Platten oder so. Ich hatte es nur, um die Optik besser sehen zu können, erstmal mit leichten Blöcken gebaut. Ja. Du hast ja also gesagt... Redbeard, schieß ruhig mal. Der Redbeard hat so hässlich... der Fleck hat so hässlich gebaut, das müssen wir umbauen. Ja, sag's doch nur, sag's doch! Nein, aber nur ein bisschen viel Glas und dann konnte ich eben nichts so richtig hinbauen. Da. Hinten ist es noch frei. Nein, ne, der es, sieht, es sieht
Das sieht fraglich. Was war das? Feuerwerk fliegt hier durch. Feuerwerk. Haben wir eigentlich neue? Ja, wir haben neue Gatling-Guns, oder? Unten und oben haben wir jetzt welche. Ja, ich habe noch eine andere Seite neben dem Ausflieger gemacht. Ja. Ja. Genau. Sind wir eigentlich alle drinne? Ich glaube ja. Dann würde ich mal sagen, Guppi, schwing die Kiste in die Luft. Bevor es ja. Abend wird. Vielleicht sehen wir ja dann mal was. Gleich, ja. Yay, ja. Feuerwerk. Tritt aufs Gas. Boah, das ist ja irgendwie geil. Oder? Verbraucht es Munition, dieses Feuerwerk? Ja. Ja. Ich hätte nicht fragen dürfen. So, wie schwer ist das Ding? 2,7 Millionen? Ja, das müssen die Triebwerke schaffen. Wir haben ja jetzt 5. Genau, da ist dann noch 2 dazugekommen. 2? Ich sehe nur 1 dazugekommen. Ja. Stimmt, nur 1, richtig. So, heutiges Ausflugsziel ist der Mars. Die Damen und Herren. Und da suchen wir uns dann Ärger in Form von, keine Ahnung, von irgendwas. Schauen wir mal. Ah, Gubi schmeißt die Atomtriebwerke an. Bisschen früh, war bei 3000 Meter. Ja, er wird langsam, etwas langsamer. Dann nehmen wir die Geschwindigkeit mit und jetzt werde ich aber auch. Der wird langsamer. Ich warte oben am Asteroidenbasis. Ja, ja. Feigling. Nichts mit Feigling zu tun. Du traust dem Schiff nicht, du willst nicht mit hochfliegen. Ich hab halt oben gebaut. Feigling. Haben wir irgendwas vergessen? Nee, ne? Kevin! Nee. Haben wir gar keine Drohnen mit? Ja, die. Nö. Da mittlerweile ist der Hangar ja schon halb zugebaut. Ich denke mal, mit den Drohnen, das hat sich langsam erledigt. Vor allem, weil wir jetzt alle Geschütze haben. Ja, die Drohnen könnte man hinten noch jede Menge, also im hinteren Teil des Hangars noch welche reinbauen. Aber dafür müsste sich erstmal jemand hinsetzen und vernünftige bauen. Was? Meine Drohnen mögt also, ihr Kuppi auch hat nicht. Aber wenn die Drohnen hinten rausfallen, das schaut doch so eklig aus. Also Kuppi hat letzte mir gesagt, die Drohnen, die da stehen, die kann ich zerhacken. Ja, das sind ja nur Atmosphärendrohnen, die kann man ja wirklich nicht gebrauchen, jetzt wenn wir unterwegs sind. Ist jetzt die Frage, ob man die steuerbar macht oder eben auch mit so einem KI-Block. Also sagen wir mal so, im Moment ist ja jeder von uns mit einem Geschütz und oder der Steuerung beschäftigt. Das heißt, im Moment hätten wir gar keine Kapazität für Drohnen, richtig? Richtig. So, das heißt, eigentlich bräuchten wir KI-Drohnen. Richtig. Ich kann nichts steuern. Deine Aufgabe. Ja, ich habe ja schon welche gebaut, KI-Drohnen. Die funktionieren eigentlich auch gut. Ja, doch, die... Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Sag mir Bescheid, wenn ihr an die Asteroidenbasis etwas rankommt. 17 Kilometer noch. Okay. Ich mach dann etwas auf mich aufmerksam. So ein formschönes Schiff. Mittlerweile ist es echt gut geworden, würde ich sagen. Hier wird schon das ganze Feuerwerk verballert. Wer ballert denn mit dem Feuerwerk? Ich weiß nicht, ich sehe immer nur, was abgeschmissen wird. Ich tippe mal auf Sinus. Ach ja, Kopi. Wenn du zum Asteroiden hochfliegst, halt dich nach der Antenneanzeige. Also auf der Seite von dem Ding, wo die Antenne ist. Ich fliege jetzt einfach erstmal in die grobe Richtung. Keine Sorge, der Guppi knallt schon nicht gegen den Asteroiden. Nö, es geht darum, dass er an der richtigen Seite hochkommt. Kannst du dich auch ein bisschen bewegen? Ich hole dich nicht an der Haustür ab. Doch. Nein. Doch. Du sollst einmal in den Hangar reinfliegen.
Ja, mit Anlauf. Ich glaube, das wird nicht klappen. Ich wollte gerade sagen, da, wenn da ein Hangar ist, wo das Ding hier reinpasst, ist der halbe Asteroid weg. Naja, bei dem Loch, was im Asteroid schon drin ist, ist es ja fast der halbe. Da fehlt, sagen wir so, ein paar Blöcken Breite fehlen, damit es reinpasst. Von Höhe her wird es problemlos gehen. Aber von der Breite reicht es, glaube ich, um 3-4 Blöcke nicht. Faszinierend. Wir haben ja ein Loch im Raumschiff. Neben dem hinteren rechten Landebein. Da ist ein Loch drin. Da ist eine Eingangstür drin. Ist doch keine Eingangstür. Da ist ein Loch drin. Oh, da ist ein Schott. Wer braucht denn da eine Eingangstür hin? Ich. Juhu! Feuerwerk! Schade, dass es nur eine Farbe gibt. Es gibt mehrere Farben. Gibt unterschiedliche. Dann stellt die doch mal ein hier. Ein bisschen was dazu hier. Die schießen dann nur rot. Du musst unterschiedliches Munition herstellen. Ach, das hängt von der Munition auch noch ab. Yep. Wie kompliziert. Und damit kannst du halt gezielt Feuerwerk machen. Was ist denn das Blaue da? NPC-Enemies. Also ich weiß nicht, ob du irgendwas siehst. Was sehen wir wahrscheinlich nicht, wird so weit weg. Wo ist denn der Mars? Da unten. Haben wir mittlerweile eigentlich noch andere Planeten? Nee, ne? Einer ist da noch. Der... Hab ich gesagt, wie heißt der? Titan. Titan, genau. Okay, es könnte sein, dass du irgendwas am Asteroid siehst. Also ich sehe da nichts am Asteroid. Feuerwerk. Wer bedient eigentlich die Breitseite? Die habe ich auch mir jetzt, zumindest hier draufgelegt. Jetzt weil ich sehe die auch was am Asteroid. Muss damit. Ja. Na, zu der Seite sollte eine Kupi fliegen. Feuerwerk. Aber mein Marker ist dahin fliegen. Ja, das war bunt jetzt, oder? Irgendwas war da jetzt anders. Ja. Und juhu. Doch schön. Kommst du jetzt rüber? Ja, ich war hier rum eigentlich. Du komm her, du. Ich flieg doch jetzt nicht mit dem Ding da und das Ding rum, um dich da einzusammeln. Komm. Wir sind. Du brauchst doch bloß einen Höherfliegen. Wir sind der Berg, du bist der Prophet. Komm her. Ja, okay. Dann komm ich halt hin. Move your ass. Cinderella. Ich wollte dir nur den Eingang zeigen, egal. Den gucke ich mir demnächst mal mit dem kleinen blauen Schiff an. Da komme ich mal hoch. Ich wollte mich sowieso bei dir einquartieren. Da ist die Sonne. Wo ist denn der andere Planet? Ich bin ja eher ein Spaceman. Als ein Maulwurf. Ach, da hinter dem Planeten ist. Asteroiden. Was ist hinter dem Asteroiden? Der Planet, wo wir hin. Der Mars, ja, da muss er wohl oder übel drum fliegen. Aber noch nicht fliegen, sondern bitte warten, bis ich sitze, weil ich gerade war ein Steuerproblem. So, jetzt sitze ich, jetzt können wir. Okay. So, alle an Bord. Ach, das Schiff haben wir auf der Nase. Ja. Dann würde ich mal sagen. Achso, wir müssen erstmal aus dem Schwerefeld raus, oder? Ja. Ja, genau. Ich komme da jetzt die Tage mal mit meinem blauen Schiff vorbei. Dann quartiere ich mich bei dir ein und zerbohr dir den ganzen Asteroiden. Ah ja. Bei was hört die Atmosphäre auf? Bei 40? Ja, 42 ungefähr.
Darex, ist der Schwerkraftgenerator eigentlich an? Ist an, ja. Aber wie gesagt, der funktioniert erst, wenn wir die Schwerkraftzone des Planeten verlassen. Okay. Aber schade, drin rumlaufen kannst du halt trotzdem noch nicht, ne, wenn das Ding fliegt. Ja, sobald Schwerkraft im Schiff ist, kannst du im Schiff rumlaufen. Echt? Also den haben wir ja eingebaut. Ja, aber ich meine, wenn das Ding sich bewegt. Sollte normalerweise funktionieren. Also das letzte Mal, als ich das Problem habe, gab es noch aufgrund von leichten Desyncs, dann hast du an der hinteren Wand geklebt oder sonst wo. Ja, weil du am Schweben bist. Nee, auch wenn du gelaufen bist. Ich meine, das ging letzte Mal. Okay. Das ging eigentlich letzte Mal, außer du springst, dann ist doof. Aber solange du läufst, ist alles gut. Außer du springst, hüpfklatsch. Wir haben doch einen Gravitationsgenerator drin, oder nicht? Ja, aber das gab hier, also das letzte Mal, war ja noch keiner drin. Also wenn ich jetzt aufstehe, dann überlebe ich das. Nee, du bleibst jetzt mal sitzen, weil okay. Wir sind noch im Schwerefeld von Planeten. Also springen können wir noch nicht, oder? Wer hat jetzt eigentlich welche Waffe? Ich habe Ausleger vorne habe ich. Ich habe allgemein vorne, also das Ding über dem Cockpit. Ich habe Ausleger hinten. Also die beiden Ausleger. Achso, dann also ich hinten. Ich kann Flag schön in den Rücken schießen. Sehr gut. Ich nehme hinten. Du, ich kann mir auch umdrehen. Jetzt so ist nicht. Nee, artillerisches Geschütz vorne, da bin ich drin. Also, hi. Ich dachte, Ausleger vorne. Die Ausleger vorne ist Fleck. Ausleger hinten war. Ausleger hinten ist Redbeard. Was ist denn mit dem Raketenwerfer auf dem Ausleger? Der wäre noch frei, oder? Den kann man auch frei. Klar. Hey, hinten bin jetzt ich drin, oder soll ich rausgehen? Nein, bleib du mal drinne. Wir brauchen jemanden, der uns in den Rücken schießt. Okay! Oh, cool, mit dem Ding. Gerät! Mit dem Ding kannst du ja zoomen. Ja. Das sieht man sogar was. Ich fliege einfach nur mit. Nein, wir haben doch Raketenwerferbeamung auf dem Ausleger. Da müssten Raketenwerfer sein. Das ist ja schon da ist doch noch eine Artillerie. Die müsste auch noch frei sein. Nee, welche denn? Okay. Artillerie. Dann sind anscheinend alle vier belegt. Nimm den Raketenwerfer. Den Raketenwerfer. Artillerie, keine Ahnung. Nimm den Raketenwerfer. Den hat noch keiner. Wo ist der überhaupt? Vorne links. Und 948 in dem System. Sollen wir das mal springen, das Stück? Rocket Turret. Na, noch kannst du nicht, ne? Noch kannst du nicht springen. Du musst noch. Du musst erstmal aus dem Schwerefeld raus. Okay. Also die Zahl muss weg. Die Höhenanzeige. Wenn die weg ist. Zahl jetzt, muss weg. Jetzt die Zahl muss weg. Jetzt kannst du springen, aber ich frag mich. Oh, ihr springt ja auch schon. Oh wow. Weißt du überhaupt wohin? Eigentlich nicht. Ich hab nichts gedrückt für Springen eigentlich. Ich weiß nicht, wie das jetzt aktiviert ist. Also du hast jetzt einen kleinen Hopser gemacht, aber warum weiß ich nicht. Ja, ich hab's auch nicht aktiviert. Ja, irgendjemand wieder Fremdzugriff wahrscheinlich. Ja, super. Sinus? Aber wir müssten nochmal. Also, ich würde sagen, wir haben die Hälfte. Der übliche Verdächtige. Ich würde sagen, wir haben die Hälfte zurückgelegt. Irgendwelche Feinde hier? Nö. Nö. Ich sehe keine. Sind wahrscheinlich noch nicht mal gespawnt. Wo sind denn die Piraten? Zur Not fliegen wir erstmal auf den Mars runter. Wir sind schon ein ganzes Stückchen näher gekommen. Das ist größer als unser Planet. Ja, knapp 1000 von Planeten. Von der Erde entfernt. Okay, wenn man schießt, dann sieht man ja nichts mehr. Also ich würde sagen, nochmal einen Sprung, oder? Ja, 7 Minuten. Ach so, der muss aufladen. Na ja, gut. Wir fliegen ja in die richtige Richtung. Ich würde mal interessieren jetzt. Hast du jetzt gerade den gedrückt, Sinus, oder ist der von alleine gestartet? Der startet eigentlich nicht von alleine. Sinus? Sinus sagt schon. Das sagt alles. Ja, mich würde dann interessieren, oder sonst stimmt ja da irgendwas nicht. Nein, das wird Sinus gewesen sein. Das Ding springt nicht von alleine. Also, wir haben circa 1000 Kilometer zurückgelegt. Sehe ich das richtig? Ja.
Na gut, 960 halt, das ist die maximale Reichweite, schätze ich mal, von einem... Jetzt mal gucken, wo ist denn der andere Planet? Der müsste dann, nee, keine Ahnung, hinter dem Planeten, hinter unserem Planeten sein, oder wie? Ja, der war relativ weit weg. Ich habe die Zahl schon wieder vergessen, hab auch vorhin mal geguckt. Der war aber ein paar tausend Kilometer, glaube ich, weg, ne? Ja, könnte aber auch wirklich direkt hinterhinter sein. Echt, 7 Minuten braucht er zum Aufladen. Feuerwehr. Bis wir angekommen sind, haben wir keine Materialien mehr, weil alle aufgebraucht sind. Naja, die Munition ist ja nicht so wild. Ja, man muss nur an das Ding rein, um den aufzufüllen. Ah, das macht der Sinus schon. Was mich jetzt interessieren würde, können Piraten überall auftauchen, oder? Ja. Nur in der Nähe von Planeten. Die spawnen random. Auch so Basen und sowas, ja? Ja, sobald er ein bestimmtes Gebiet betrittst, ist halt ein Zufallsprinzip, dass er was spawnen kann. Verstehe. Ich glaube, endgültig sind alle Positionen noch nicht festgelegt, wo welche auftauchen. Nee, die werden genau jetzt, sobald man in den Bereich einfordert. Weil die Welt vor uns existiert im Prinzip noch nicht. Die wurde jetzt gerade erst generiert, sobald wir reinfliegen. Hat die, wie viel Gravitation hat der Mars eigentlich? Also hier in dem Spiel? 0,9 ist da, glaube ich, ja. Also weniger jedenfalls. Sollte also kein bewegtes Schiffchen sein. Ist 1000 die maximale Sprungreichweite? Ich hab gesagt, das hat mit dem Gewicht zu tun, mit unserem Schiff. Mit der Schiffsmasse hängt das zusammen. Okay. Vielleicht baue ich noch einen Antrieb rein. Und was ist unsere maximale Sprungreichweite? Sagst du, was wir gerade gemacht haben dann, ne? Echt? Ist ja erbärmlich. Ja, muss man vielleicht mal einen zweiten noch einbauen. Ja. Was macht die Aufladung? Guck gerade. 3 Minuten. Dann müsste ja mein Schiffchen, was auch einen Sprungantrieb hat, aber wesentlich, wesentlich kleiner ist, dann müsste das ja einen irrsinnigen weiten Sprung machen können. Ja, das kann wahrscheinlich, ja. Mit dem 3-4000 Sprung kannst du. Mal gucken, wo ich den noch unterbringe. Vielleicht packe ich den auch in den Ausleger oder so. Das kann ich, was die maximale Reichweite ist. Ja. Ich meine, da ist ja noch Platz da hinten. Ja. Aber gegnertechnisch ist hier wirklich nicht viel los, ne? Naja, wie gesagt, keine Ahnung. Vielleicht erst, wenn wir beim Planeten rauskommen. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Ist ja auch nicht so, dass sie andauern. Euch wieder höre? Jetzt können wir dich wieder hören. Hast du die ganze Zeit geredet? Ja. Okay. Hast du wohl irgendwann abgeschaltet gehabt? Hattest du den Sprungantrieb benutzt vorhin? Ja. Okay, warum? Das war eine aggressive Frage. Warum? Ja, so war doch. Also Sinus, erklär dich. Gibt's sonst Ärger? Ich weiß es nicht, ich wollte einfach... Seit dem Elektriker heute Morgen ist Guppy auf Brass gebürstet. So, was sagt unser Sprungantrieb? Ich schau. Eine Minute. Bin so aufgeregt. Plautz. Ich habe die Befürchtung, dass der Gravitationsgenerator falsch rum eingebaut ist. Dann laufen wir halt an der Decke rum. Ist ja auch kein Thema. Kannst die Dinger negative stellen. Ja, genau. Ich habe den an die Decke gebaut, damit er nicht im Weg steht. Ja. Wie Sie sehen Sie nichts. Wenn wir jetzt weiter den Sprungantrieb einstellen als
als der, also sagen wir mal, wenn der im Planeten landen würde, würde er dann quasi bis an die Grenze springen oder würde er von vornherein sagen, geht nicht, das ist ein Hindernis? Geht nicht. Also normalerweise müsste geht nicht sagen. Ja. Kann man kann also so weit springen, bis, bis der Planet anfängt. Du musst die Entfernung so weit reduzieren, wie du davor bist. Bis halt die Schwerkraft anfängt. Naja, das war jetzt meine Frage. Kann man bis zur Schwerkraftgrenze springen oder bis zur Schwerkraftgrenze? 948 Kilometer ist die Sprungreichweite. Und roter Marker. Aufgeladen. Roter Marker? Okay. Sollen wir wegspringen oder wollt ihr ihn bekämpfen? Nee, wir wollen natürlich kämpfen. Ich sehe Space Pirate, 17 Kilometer. Hinter. Ist wieder weg. Ist hinter uns. Hinter uns. Okay. Außer Reichweite. Naja. Dann springen wir erstmal und dann machen wir über den Planeten Halligalli. Spring, my Sachse, spring! Es ist ein golden Ding. Warum sagt er den Sprung abgebrochen? Damit Fleck aufhört. Ich singe jetzt so lange, bis du springst. Mir ist es nie auch noch auf die Idee gebracht. Heidewitzka, spring, mein Gupi, spring. Ich glaube, Sinus muss das machen. Ja, Sinus kann das besser. Das war hier um die Reichweite. Der der Elektriker heute Morgen, der hat Guppy völlig durcheinander gebracht. Der hat mich nur ein bisschen aggro gemacht. War ich verkabelt. Jetzt hängen wir hier. Soll ich aussteigen und schieben? Es dauert noch nicht mal, bis man die richtige Reichweite gefunden hat für den Sprungantrieb. Ha! Und los geht's. Alle Hopsasa! Und jetzt vorbei. Stimmt. Müssen wir halt zurückfliegen. Ja, oh, vorbei. Wir sind vorbei. Naja, aber nicht. Wir sind da. Aber nicht, aber nicht vorbei, weit. Ja. Wir sind auf der Schattenseite. Auf der dunklen Seite. Kann aber trotzdem sein, dass es ein ganzes Stück hin ist bis zur Atmosphäre jetzt. Ja, wir wollen ja nicht zur Atmosphäre. Ja. Wir wollen ja, wenn du zum Planeten springst, ruhig den Planeten direkt komplett anvisieren und dann musst du halt entsprechend die Reichweite reduzieren. Er meckert ja, wenn du zu weit bist. Ja. Wieso ist denn hier kein Sauerstoff im Cockpit gerade? Ich habe gerade Schaden genommen. Also ich habe genug, also ich sitze ja direkt hinter dir. Ich hab voll, weil nicht angeschaltet. Achso, ich habe einen Helm an. Hö. Ein Sinus hat das Schiff verlassen. Wie, was hat er verlassen? Das Schiff. Warum? Weiß nicht. Der fliegt da draußen rum? Ja. Er fliegt die Feuerwerkskörper nach. Auf was? Da kennt aber Guppy auch nichts. Da wird jetzt Gas gegeben. Ja, könnt auch einfach sagen, sobald er hinter der Düse ist, Gas geben. Warum sagt er auch nichts? Das verstehe ich nicht. So. Jetzt bin ich Guppy auch schon nicht mehr. Wo sind die bösen Jungs? Ich glaube, die sitzen hier drinnen. Wer sitzt wo drin? Ja, die bösen Jungs, die sitzen hier drinnen. Das kann natürlich sein. So, also wir wissen, also ungefähr kann man sagen, die haben Abstand von 2000 Kilometer. Und jetzt musst du dir mal überlegen, die Transportaufträge, die die NPCs vergeben, die haben manchmal 27.000 Kilometer. Wo soll denn das sein, bitte? Ja. Da muss man ein paar Jump Drives bauen. Dann geht das wieder. Ja, sagt mal, ja, noch einen zusätzlichen rein. Bist du wieder da? Oder muss ja trotzdem ein paar Mal springen. Bist du wieder mein drin? Schiff kann 1200 Kilometer. Die brauchen hier dann auch wieder zum Aufladen, Schiff? Zum Jump Drive. Die Enterprise. Schön. Ja, genau. Okay. Na, dann bin ich oder ja 2000? Dann bin ich ja 2000? Guter Dinge, dass mein kleiner Racker ganz gut sowas. Worauf warten wir hier gerade? Ich warte darauf, dass ich höre, ob er sich wieder hingesetzt hat. Er hat sich ich wieder hab mich oder hinguckt. Du kannst wieder fliegen. Flieg! Dann fliegen wir mal näher ran oder sollen wir direkt in die Atmosphäre? Nö, flieg mal dran vorbei, wir suchen ja Piraten. Bleib mal außerhalb der Atmosphäre. Okay.